Der renommierte Aachener Karlspreis geht 2022 an die drei belarussischen Oppositionellen Svetlana Tichanowskaja, Maria Kolesnikova und Veronika Tsepkalo. Die Preisträgerinnen würden für ihren mutigen Einsatz für Freiheit, für Demokratie, für die Aufrechterhaltung der Menschenrechte und damit die europäischen Werte geehrt, heißt es. Sie seien ein einmaliges Vorbild gegen Diktatur, Unterdrückung und einen Unrechtsstaat. Das Direktorium des Karlspreises ruft alle politischen Entscheidungsträger auf, sich für die demokratische Entwicklung in Belarus und für die Freilassung ungerechtfertigt Inhaftierter einzusetzen, darunter Kolesnikova. Europa müsste sich wieder an seine Werte erinnern und tatkräftiger dafür eintreten. Der Preis wird im Mai 2022 im Krönungssaal des Aachener Rathauses verliehen. Mit der Auszeichnung werden Persönlichkeiten oder Institutionen geehrt, die sich um Europa und um die europäische Einigung verdient gemacht haben.